So, wie wirst du denn sofort charismatischer? Geht das überhaupt? Das ist Thema von unserer heutigen Folge und ich muss ein bisschen schmunzeln, weil tatsächlich Charisma etwas ist, was übergreifend ist für Altersgruppen, Herkunft, Geschlecht, alles egal. Charisma ist universell. Entweder man hat's oder man hat's nicht. Hat man lange gedacht, aber hier kann ich dir sagen, hier geht es eher darum zu sagen, wie wirst du sofort charismatischer und immer ein bisschen mehr. Und das kannst du, egal ob du heute die nette Klamotte anhast oder ob man dir einen Sack überwirft, das Problem ist bei Charisma, dass du es auch mit der schicksten Klamotte kannst du zwar auf dich aufmerksam machen, aber weißt du, das ist immer tatsächlich wie so ein bisschen so draufgesprayter Glamour. Mit ein bisschen Wasser ist dann alles wieder weg. Also es hält nicht. Aber was hält, ist dieses echte Charisma, was du ausprägen kannst. Und da habe ich heute drei Tipps für dich mitgebracht. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen hier bei Big Bang Live, dein Charisma-Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Und mein Name ist Silke, Silke Ava Fritsche und los geht's. Du siehst, ich bin heute ein bisschen im Eiltempo unterwegs, aber das hat damit zu tun, dass ich gerade mit meinem wunderbaren Videografen hier drehe, mit dem Philipp. Hallo Philipp, wir winken mal heute hinter die Kamera. Und wir hier seit 4 Stunden drehen für unseren Mitgliederbereich, um ganz, ganz viele Tipps für die Charisma for Life Mastery zusammenzustellen. Wie habe ich Charisma? Wie komme ich ins richtige Leben? Wie kann ich schneller Entscheidungen treffen? Wie kann ich? Und das ist eine ganze Transformation. Das ist tatsächlich wie zwei Räder, die ineinander greifen und die sich drehen. Und wenn die ausgedreht sind, ist aus der kleinen Raupe ein Schmetterling geworden. So, jetzt können wir hier nicht im Zeitraffer diese 365 Tage Charisma-Schule nachholen. Aber was ich machen kann, und zwar sofort, ist die drei wichtigsten Sachen zu sagen, die 90% aller meiner Kunden, die neu zu mir kommen, falsch machen und die vielleicht dir jetzt und sofort helfen können, eine erste Inspiration zu sein, da was zu verändern. Also was ist das? Erster Punkt, was dich sofort charismatischer macht, ist, sprich weniger mit Menschen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Silke, sorry, ich sage ja sowieso schon kaum was. Soll ich dir noch weniger sagen? Nein, darum geht es nicht. Sprich weniger mit Menschen heißt, interessiere dich mehr für dein Gegenüber. Und zwar echtes Interesse. Menschen können über eine sogenannte subkutane Kommunikation, also eine Herz-zu-Herz-Sprache, genau erkennen, ob du dich echt für sie interessierst oder einfach nur so tust. Und deshalb, Menschen, die sich wirklich interessieren, fragen mehr und sprechen weniger. Wenn du weder sprichst noch fragst, weiß der andere, dass dein Interesse eher passiv ist. Eher nicht so vorhanden. Und Menschen, die sich nur für sich interessieren, sind nicht charismatisch. Ganz oft wird ja verwechselt Narzissmus und Charisma. Ich habe das auch ganz oft, dass viele sagen, hoffentlich werde ich jetzt nicht charismatisch. Wenn ich charismatisch bin, werde ich nämlich auch narzisstisch. Das ist was völlig Verschiedenes. Weißt du, woran du das erkennen kannst? Ein charismatischer Mensch sorgt dafür, dass andere groß werden. Leistet einen Anteil am Großwerden, am Strahlendwerden anderer Menschen. Während ein Narzisst dafür sorgt, dass er selber groß wird. Rest egal. Daran kannst du übrigens auch in deinem Umfeld immer erkennen, mit wem du es zu tun hast. So, und das Wichtigste, wie du aber sofort charismatisch sein kannst, weil ich will jetzt nicht, das können wir mal später machen, aber diesen Vergleich von Narzissmus und charismatisch sein aufmachen. Wenn dich das übrigens interessiert, schreib mir da gerne dazu, dann mache ich dazu gerne eine Folge. Aber hier geht es darum, was sind die drei Punkte, die du sofort verändern kannst. Also, fang an, dich ernsthaft zu interessieren für Menschen, mit denen du zu tun hast. Ernsthaft. Vom Herzen her. Und das bedeutet für dich, der andere erkennt es daran, dass du fragst. Denn nur wer fragt, hat Interesse. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt.
Wenn du sprichst, charismatische Menschen sprechen auch mit den Händen. Ob man ein bisschen mehr mit den Händen gestikuliert, wie ich das zum Beispiel oft mache, oder etwas weniger, darum geht es nicht so. Das ist Typsache. Ja, das hängt zusammen mit dem Charisma-Typ. Also wenn du da mal so einen Charisma-Typen-Test machen wolltest, würdest du vielleicht ganz klar sehen, sofort, welche Körpersprache auch zu deinem Charismatyp eher einzahlt und passt. Was ich dir aber sagen kann, unabhängig von deinem Charismatyp, also ob du eher ein viel Händesprecher bist oder ein wenig Händesprecher, benutze deine Hände beim Sprechen. Es gibt dazu sehr, sehr viele Studien, die belegen, dass Handsprecher auf das Gegenüber charismatischer wirken. Es geht nicht um wildes Fuchteln. Es geht wirklich darum, dass du deinen Händen sagst, sie können ihren Job machen. Wenn ich zum Beispiel mit dir rede, merke ich nicht, was meine Hände machen, weil sie eine Jobbeschreibung haben. Und die Jobbeschreibung ist richtig. Gesten sind dafür da, das gesprochene Wort zu betonen. Die Jobbeschreibung von Händen ist Wortbetoner. Das heißt, sie machen deine Worte charismatischer und geben ihnen auch erst einen speziellen Sinn, nämlich den, den du meinst. Beispiel, wenn du zu jemandem sagst, das hast du gut gemacht, dann ist das natürlich völlig anders, wenn du sagst, das hast du gut gemacht, das hast du aber gut gemacht, das hast du gut gemacht. Das heißt, deine Hände sagen, was du eigentlich machen willst. Und wenn du sagst, ja, da kümmere ich mich drum, weiß der andere genau, das kann Jahrzehnte dauern. Ne? So, also, benutze deine Hände. Gerade wenn du Chef bist, gerade wenn du ein Berater bist, ein Coach, gerade wenn du ein Dienstleister bist, ist das ganz wichtig, dass du lernst, mit deinen Händen zu sprechen. Und wenn wir das bei uns trainieren in der Körperspracheschule, sagen auch viele, ich weiß ja gar nicht, wohin mit meinen Händen, die wollen die mir irgendwo reinstecken. Ja? Und das Verstecken von Händen ist das Blödeste, was man machen kann, weil du siehst ja schon, wenn ich jetzt ohne Hände spreche, halte ich mich auch hinten fest. Und wenn ich mich festhalte, dann kann ich mich schwerer konzentrieren. Da gibt es ein Experiment, dass ein Mensch die Hände hinten festgebunden hat. Ich glaube, es waren sogar Ingenieure. Muss man mal nachschauen, aber das fand ich sehr lustig. Und festgebunden hat, und dann hat man den Vortrag halten lassen. Einmal mit zugebundenen Händen und einmal mit offenen. Und diejenigen, die offene Hände hatten, konnten sich besser konzentrieren, haben ihr Publikum anders gefesselt, also im übertragenen Sinne dieses Mal, und haben eine ganz andere Wirkung gehabt. Also das ist der zweite Punkt. Benutze deine Gesten. Du kannst dich auch mal vor den Spiegel stellen und erst mal probieren, wie du überhaupt sprichst, wie deine Gesten aussehen. Und vielleicht findest du schon die typische Geste für dich. Dritter Tipp für dich. Der dritte Tipp, der dich sofort charismatischer macht, auch wenn der andere dich nicht sieht, ist deine Stimme. Und was ganz wichtig ist, ist, dass du Wärme in deine Stimme bringst, wenn du sprichst mit anderen. Was bedeutet das? Du wirkst charismatischer, wenn du aus deinem Herzen sprichst. Und wenn du aus deinem Herz sprichst, klingt deine Stimme anders, ich mache dir mal einen Vergleich, als wenn du aus deinem Kopf sprichst. Hörst du den Unterschied? Ich spreche aus meinem Kopf, ich spreche aus meinem Herzen. Und der Tonfall, der aus deinem Herzen kommt, klingt anders. Und das heißt nicht, dass du nicht ein erfolgreicher Businessman und eine tolle Unternehmerin sein kannst, ein toller Berater, ein klasse Coach. Das hat damit nichts zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass du lernst, deinen Tonfall anders zu gestalten, mit mehr Wärme. Und das hört man auch am Telefon. Definitiv. Und das sind drei Sachen, die du sofort anwenden kannst und dich sofort charismatischer machen. Ich fasse nochmal zusammen. Und vor der Zusammenfassung für dich einfach noch ein Tipp. Wenn du sagst, ich möchte einfach diese Superpower Charisma für mich entfalten, entwickeln, entdecken. Ich möchte mein echtes Charisma in die Welt bringen, weil ich habe noch viel vor und das soll nicht 100 Jahre dauern.
dann kannst du dich gerne bei mir melden. Dann vereinbaren wir gerne ein erstes Gespräch mit mir, mit meinem Team. Im Moment hast du noch viel Möglichkeit, auch mit mir ganz persönlich zu reden, weil bei uns natürlich auch viel passiert. Denn das wird dir auch passieren, wenn du charismatisch wächst. Und ich weiß das von meinem Kunden, sind das kleine und große Raketenstarts. Und dann passiert natürlich viel und viel wächst. Aber ich freue mich. Melde dich einfach. Du erreichst mich über charisma@silkefritsche.de, über meine Website, über Facebook, über LinkedIn, über alle möglichen sozialen Medien. Also warte nicht, denn die meisten warten. Wenn es abgelaufen ist, die habe ich immer ganz gerne auf meinem Schreibtisch stehen, wenn es abgelaufen ist, dann reagiere ich, dann verändere ich etwas, dann werde ich charismatischer. Ist das so? Worauf warten wir? Richtig, die meisten verwarten ihr Leben. Genau. Also, wenn du nicht wie viele andere immer wieder so machen willst, wenn es abgelaufen ist, dann fange ich an. Wenn es abgelaufen ist, dann fange ich an. Dann fange jetzt einfach an und das kannst du auch sofort tun. Du meldest dich gerne bei mir, wenn es dir ernsthaft und nachhaltig darum geht. Und ansonsten setzt du jetzt, wenn du möchtest, die drei Tipps um. Also, ich fasse sie nochmal zusammen. Erstens, mehr Fragen. Hör auf, so viel zu reden, hör auf, passiv zu sein, fang dich an, echt für dein Gegenüber zu interessieren. Zweite Geschichte, benutze deine Hände, wenn du sprichst. Mut zum Handsprecher. Und die dritte Geschichte ist, Mut zum Tonmeister. Bring Wärme in deine Stimme hinein und dann kannst du auch den Wechsel machen aus dem Analytischen hin zu der Sprache des Herzens. Und das sind drei Tipps, setz sie ein, lass mich wissen, wie das für dich ist, wie das auch für dich innerlich ist, was sich für dich verändert und freue ich mich sehr von dir zu hören. Gib heute dein Bestes, denn wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser. Danke für deine Zeit, danke für dich, trau dich du zu sein, deine Silke und ein Lächeln.